nächste ist Barbara Nessler, Tourismussprecherin der Grünen aus Innsbruck. Und ausreichend unterstützt. Ja, liebe Mitglieder der Bundesregierung, liebe Zuseherinnen und Zuseher, liebe Kollegen und Kolleginnen. Seit dem Mittwoch hat die Gastronomie, die Hotels, die Kunst und Kultur wieder geöffnet. Und ich glaube, das konnte man gar nicht mitkriegen. Ich glaube, da hat der Blick in die sozialen Netzwerke gereicht, wenn die voll waren mit dem ersten Bier, dem ersten Kaffee oder nicht die ersten Konzertkarten, genauso wie die ersten Ausstellungsbesuche. Und ich muss sagen, ich war am Wochenende im elterlichen Gasthaus und es war schon ein sehr schöner Moment, wenn man sieht, wie die ersten Gäste wieder hereinkommen. Und ich glaube, es geht uns allen so, egal ob jetzt die Köchin oder der Kellner oder wir alle, ich glaube, wir freuen uns, dass wieder was los ist. Und ich glaube, der Start hat ganz gut geklappt, auch weil die Betriebe eine Planungssicherheit hatten vorab. Die Planungssicherheit, und zwar faktenbasiert, unter Einbeziehen von Stakeholdern und gemeinsam als Bundesregierung. Und die Aufbruchsstimmung ist, glaube ich, deutlich spürbar. Man merkt, dass die Straßen, dass das wieder das Leben auf die Straßen zurückkehrt, aber auch, dass die Arbeitslosigkeit sinkt. In den nächsten Wochen kommen 135.000 Personen von der Kurzarbeit wieder in die Vollbeschäftigung. Und ich glaube, insgesamt sind wir auf einem sehr guten Weg. Und diesen guten Weg verdanken wir vor allem dem Impffortschritt, den wir haben. Wir verdanken es auch den 3Gs, was besonders für den Tourismus wichtig ist. Getestet, geimpft, genesen. Warum? Weil es Sicherheit für die Gäste bietet. Es bietet Sicherheit für uns. Es bietet Sicherheit für die Betriebe. Und somit bietet es auch Sicherheit für die Wirtschaft. Und weil verantwortungslos das Handeln, liebe Kollegen und Kolleginnen, es wird zwar immer wieder von der FPÖ gefordert, aber es gefährdet unsere Wirtschaft. Der Kollege Obernosterer hat schon ausgeführt, weil es ist ja wohl logisch, wenn ich als Wirtin oder als Hotelbesitzerin, ist es mir natürlich wichtig, dass meine Gäste getestet sind. Es ist wichtig, dass ich auf Nummer sicher gehen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil sonst habe ich wieder schlussendlich das Problem, dass ich meinen Betrieb schließen muss. Das ist weder gesundheitlich sinnvoll und es ist auch nicht wirtschaftlich sinnvoll. Und ich glaube, eines sollte uns besonders nach Ischgl klar sein, dass die Sicherheit die oberste Priorität hat und dass sicheres, verantwortungsvolles Handeln, dass das wichtig ist für die Gäste, wenn wir jetzt daran denken, zum Beispiel, wenn wir selber unseren Urlaub planen, dann werden wir wahrscheinlich nicht in ein Land fahren, wo die Pandemie auf die leichte Schulter genommen hat, sondern in ein sicheres Land. Und darum, als Sicherheit zu garantieren, ist jetzt auch eine Chance für unseren Tourismus. Und die Pandemie, ja, sie ist noch nicht vorbei. Wir sind zwar auf einem guten Weg, wir sind wirklich auf einem guten Weg, aber die Pandemie ist noch nicht vorbei. Und wir wissen, gerade wie in der Vergangenheit, wie unberechenbar der Virus ist. So unberechenbar wahrscheinlich wie das Wetter im Moment. Und es ist zwar gerade Sonnenschein, aber ich glaube, es ist trotzdem ganz gut, wenn man Schirm dabei hat. Und unser Schirm heißt Testen, unser Schirm heißt Impfen. Und das machen wir auch deshalb, weil wir es, glaube ich, auch jenen schuldig sind, die jetzt noch nicht geimpft sind. Es sind vor allem, ich denke da an unsere jungen Mitmenschen, an unsere jungen Leute. Ich glaube, Solidarität ist jetzt in dieser Krise gefragt. Und da bin ich auch schon bei der FPÖ, weil die Rede von Herrn Kickl oder von der FPÖ generell hat ja irgendwie ein gewisser relativ wenig, aber einen Unterhaltungswert, aber wo man schon das Lachen vergeht ist. Wenn ich daran denke, dass nach wie vor jeden Tag Personen sterben an dieser sogenannten Pandemie, wie Sie es gesagt hatten, an einer Krankheit, die Sie permanent verharmlosen. Und derzeit kämpfen 203
Personen auf der Intensivstation kämpfen 203 Personen auf der Intensivstation um ihr Leben. Und dabei sind hunderte Ärzte und Ärztinnen, hunderte von Pflegepersonal, die bei ihnen an der Seite sind. Und ich glaube, allein darum sind wir es ihnen schuldig, dass wir jetzt nicht fahrlässig mit der Pandemie umgehen. Und ich respektiere wirklich, ich spreche dir wirklich, vielleicht schaffen wir es auch in der FPÖ. Ich vermisse quasi ein Mindestmaß an Respekt bei der FPÖ, aber vielleicht schaffen wir es, dass wir uns jetzt gegenseitig kurz zuhören können. Und ich verstehe, Herr Kickl, Sie können gerne nachher selber sprechen, ich respektiere wirklich, wenn Menschen Ängste, wenn Menschen Vorbehalte haben gegenüber der Impfung. Solange es ein Grundkonsens gilt, dass wir alle gemeinsam in dieser Krise stecken und dass wir alle gemeinsam aus dieser Krise herauskommen, weil das ist keine individuelle Entscheidung, die sonst niemand betrifft. Das ist eine Infektionskrankheit, die die ganze Gesellschaft betrifft, und zwar weltweit. Und ich glaube, wir haben die letzten Jahrzehnten fast noch nie so eine Situation erlebt, dass wir so auf das Gemeinwohl, dass wir so auf die Rücksichtnahme, auf das Gemeinsame angewiesen sind wie jetzt in dieser Krise. Und was ich allerdings nicht akzeptieren kann, was ich nicht akzeptieren kann, ist, wenn Menschen mit Falschinformationen gefüttert werden, wenn Menschen mit Falschinformationen aufgehetzt werden. Was ich nicht akzeptieren kann, sind auch diverse Gruppierungen auf Social Media, die sich gegenseitig hochpauschen, sodass es sogar zu Morddrohungen kommt. Und zu dieser Radikalisierung tragen Sie als FPÖ bei. Und das wissen Sie ganz genau. Und das tun Sie nur, und zwar bewusst tun Sie das, damit Sie von Ihrem Ibiza-Desaster, von Ihren Wahlschlappen oder von Ihren innerparteilichen Konflikten ablenken können. Und für das nehmen Sie wirklich die Gesundheit von Menschen in Kauf. Sie spielen mit der Wirtschaft, und das ist Ihnen noch völlig wurscht. Und das ist nicht nur absurd, das ist schäbig. Das war Barbara Nestler von den Grünen.